tribunal will now hear the final statements of the individual defendants. The page will operate the movable microphone so that each defendant will have an opportunity to speak his statement to the tribunal. We will begin with the defendant Ohlendorf. Der Literatur, die sich in den letzten zwei Jahren ernsthaft mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzte, insbesondere in der kirchlichen Literatur, ist unbestritten, dass der Nationalsozialismus nicht eine geistige Krise verursacht hat, sondern in einer solchen erschienen ist. Diese Krise, die sich seit Jahrhunderten, insbesondere aber in den letzten Jahrzehnten, einheitlicher Wertmaßstab für seinen Lebensinhalt. Er fand in seinem Denken und in seinen vorbereitenden Impulsen für sein Handeln keinen einheitlichen festen Anhaltspunkt mehr, der ihn insgesamt geführt, die Motive für sein Wollen gesetzt hätte. Die religiösen Werte und Gesetze nahmen in seinem Fühlen, Denken und Handeln einen immer kleineren Raum ein. Soweit die christlichen Werte überhaupt noch eine Bedeutung für ihn behielten, konnten sie den Zerfall in einen Sonntags- und Alltagsmenschen nicht verhindern. Der Alltag setzte ihm andere Motive als die Bestimmung für eine nur noch temporäre Versenkung in den Willen Gottes. Das Diesseits hatte nicht nur eine eigene Bedeutung für ihn verlangt, sondern war mit seinen Bildern der eigenen Bestimmung, Autonomie, des Reichtums, der sozialen Positionen und so weiter zur eigenständigen Herrschaft gelangt. Zweitens, die Gesellschaft, gesondert und geordnet in Staaten, fand durch dieselbe Entwicklung ebenfalls keinen einheitlichen Maßstab mehr, der zum kontinuierlichen Inhalt der Gesellschafts- oder Staatspolitik hätte werden können. Dadurch, dass einzelne Menschen oder Gruppenmajoritäten jeweils ihre gesonderten Ziele zum Inhalt der Gesellschafts- und Staatspolitik machen konnten, musste nicht nur die unantastbare metaphysische Bezogenheit der Staatspolitik verloren gehen, sondern die jeweilige Gesellschaft oder Staatsordnung musste sich durch die von anderen Individuen oder von anderen Gruppen bestrittene Richtigkeit der Zielrichtung der gehandhabten Politik nach einem geistigen Halt und nach Zielen in der gesellschaftlichen Ordnung, in die sie durch das Schicksal hineingestellt war, die ihnen versprachen, ihnen echte menschliche Würde, sichere menschliche Ziele und eine geschlossene geistige Realität. Das gesellschaftliche Leben war gegeben. Beide waren zu deutlich, um nicht ihre Bedeutung für die menschliche Existenz erkennen zu lassen. Ja, die Aufspaltung in den Sonntags- und Alltagsmenschen schien ohne weiteres eine der großen Ursachen zu sein für die geistige und materielle Not. So ist es verständlich, dass diese Generation auch ein neues Suchen im Religiösen begann. Die Abhängigkeit jeder einzelnen Existenz von der Verfassung und dem Zustand der ganzen Gesellschaft, des Volkes, des Staates, in dem sie sich mitbewegte, war auch zu deutlich, um nicht nach Wegen suchen zu müssen, die anstelle der jeweiligen Herrschaft von Gruppeninteressen über den Staat und seine Ordnungen, haben an diese Auffassung immer wieder rütteln lassen. Und doch kann sich kein Mensch, der überhaupt ein religiöses Empfinden sein eigen nennt, diesem Wissen entziehen. Die Spannungsverhältnisse zwischen der Idee der Geschichte als Weg in Gott und zu Gott hin und der geschichtlichen Wirklichkeit als äußere Erscheinung menschlichen Vermögens und Untervermögens, menschlicher Erkenntniskraft und menschlichen Irrtums hat sich zur allgemeinen Krise menschlichen Bestandes überhaupt entwickelt, seitdem Urkräfte der Schöpfung sich den Menschen eröffneten und dem fehlenden verbindlichen Gehalt gemeinsamer Zielsetzung für die Menschen, die Gegenidee des Bolschewismus als Idol entgegentrat und nicht nur Macht und Gewalt, sondern auch Märtyrer fand. Auch die Beendigung des Zweiten Weltkrieges und die Niederlage des Nationalsozialismus in ihm haben die geistig-religiöse und politisch-gesellschaftliche Krise nicht gelöst. Es ist zwischen Ost und West ein Zwischenglied weggefallen und vielleicht sind deshalb die Krisenerscheinungen noch deutlicher geworden. Jede Analyse der Gegenwart
wird immer wieder feststellen, dass nach wie vor eine letzte Wertbeziehung der Menschen und Völker als Maßstab für ihr Fühlen, Denken und Tun fehlt.